Wusstet ihr eigentlich, dass der Hirte immer hinter den Schafen geht? Nie davor. Von da hat er den besten Blick und wenn nötig, schickt er seine Hunde oder sonstigen Gehilfen und sie fangen die verlorenen Schafe wieder ein. Und wenn ein Schaf lahmt oder verletzt ist, dann sieht er das auch. Und er geht zu ihm und hilft ihm. Und wenn jemand zurückfällt, dann ist er auch da. Wenn er aber vorweggehen würde, dann würde er die Zurückbleibenden nicht bemerken. Sie würden einfach schutzlos zurückbleiben. Er hätte seine Schäfchen, vor allem die Schutzbedürftigen, nicht im Blick. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Wusstet ihr eigentlich, dass Gott immer hinter uns geht? Amen.